So Leute, ich bin schon wieder und heute gibt es mal wieder eine neue Technik, eine neue Koordinationsübung für euch zum Thema Kraulschwimmen. Und zwar werdet ihr das vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, aber ich bin mir sicher, dass viele von euch das noch nicht gemacht haben. Und zwar wird das Ganze ein bisschen anstrengender heute und zwar werde ich Kraulschwimmen und werde dabei aber ein Bein im 90-Grad-Winkel aus dem Wasser halten. Was hat das Ganze für einen Sinn? Zum einen muss man jetzt natürlich einfach mal koordinativ umschalten. Der Rhythmus, der normalerweise über den Beinschlag bestimmt wird, wird jetzt über den Armzug bestimmt. Gleichzeitig muss man aber auch mit dem aktiven Bein natürlich umso heftiger kicken, um die Wasserlage zu halten, um das Gleichgewicht zu halten. Ihr müsst trotzdem versuchen, etwas zu rotieren. Wenn dann nachher das Bein, das aus dem Wasser ist, etwas wackelt, macht es nichts, aber versucht es trotzdem nicht zu sehr ins Wackeln zu bringen, sondern gleichzeitig die Körperspannung zu halten. Ich mache euch das Ganze jetzt einfach mal vor. Wie gesagt, euer Beinschlag, der wird es nicht so ein flüssiger, grauer Beinschlag aus der Hüfte sein, sondern es werden eher in Richtung einbeinige Delfin-Kicks gehen, einfach weil man so mehr Druck auf den Beinschlag bekommt und so es einfacher wird, die Wasserlage zu halten. Ich mache das jetzt einmal hoch, einmal runter, einmal rechtes Bein, einmal linkes Bein, versuche gleichzeitig die Diagonalspannung im Armzug zu halten und den Rhythmus. Bis gleich. So, ich denke, man hat das wunderbar gesehen. Da reichen erstmal am Anfang 50 Meter, vielleicht 2, 3, 4 mal 50 Meter mit einer kleinen Pause. Ihr habt gesehen, wie viel das aktive Bein jetzt arbeiten muss. Daran seht ihr mal, welchen Anteil beim Schwimmen ein guter Beinschlag hat. Ich habe jetzt ein Bein weggenommen, das andere muss gleich doppelt so heftig arbeiten. Deshalb vernachlässigt nie die Beine. Das ist eine gute Übung auch fürs Training, für euren Beinschlag, für das Gefühl, für den Abdruck, für eure Delfin-Kicks und für eure Kraulbeinschläge. Probiert es zu Hause aus, macht es nach. Gebt mir Feedback in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oder einen Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder im nächsten Technikvideo. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.